steht das. Balık Lagoon. So heißt das. Aber die Geschichte steht jetzt hier auch nicht so wirklich, glaube ich. Da steht dann nicht genau, wie das zusammenhängt. Es ist so heiß, ne? Aber das sind die bestimmt gewohnt. Wo sind denn deine Babys? Oh Mann. Ja. Ich hier Futter kaufen und dann kann man die Fische füttern. Habe ich gemacht, 5 Teller. Du isst kein Fischfutter mehr. Jetzt kann man die Fische füttern. Machen wir mal. So, jetzt soll es in die Geburtsstätte von unserem Propheten gehen. Friede sei mit ihm. Unser Prophet Ibrahim. Friede sei mit ihm. Hier kann man seine Gebetsmaschung vollziehen. Ich habe sie schon. Man kann da wohl auch beten, habe ich gehört. Mal gucken. Dass mal jemand erklären würde, wie das alles ist. Ne? Schade. Steht auch irgendwie nicht. Wow, richtig schön. Ach man, Bayanlar için für die Frauen. Zum Beten wahrscheinlich der Gebetsraum der Frauen. Und das wahrscheinlich der Männer. Genau, hier kann man beten. Da werde ich gleich auch einmal beten. Ja, hier ist dann die Höhle, in der unser Prophet geboren wurde. Denke ich mal, steht da sicherlich auch. Und da gehen die dann alle jetzt rein. Ja. Ich weiß nicht, ob man da filmen darf, aber ich gucke mal, das ist wieder getrennt, Männer, Frauen getrennt. Ich werde auch mal mein Kopftuch aufziehen jetzt. Nur mit Kopftuch rein, geben aber auch Kopftücher. Diyaretini yapan, ibadetini yapan ayrısın abla. Araba. Und
Aber ich habe ein bisschen von dem Wasser so, ja, ganz wenig nur. Und ein bisschen von der Heilquelle, so ganz wenig habe ich geschluckt. Und jetzt gehe ich mal in die Moschee und werde da mal ein Gebet vollrichten. Man hätte das auch da machen können, aber die Frauen haben das nicht gemacht. Die hatten so nur so die Hände hoch. Ich weiß nicht, ob man da wirklich so Namas. Ich weiß nicht. Also ich mache das jetzt hier in der Moschee. Ich glaube, das ist genau das Gleiche. Weiß ich nicht. Ich werde jetzt mal zwei Rekker machen hier. Und ja. Soll auch ein Grab sein, aber es steht zwar da, aber man kann es nicht so richtig erkennen, leider. Ich kann das so auch nicht lesen. Hier soll auch jemand begraben worden sein. Hier ist halt auch noch ein Grab, aber wir wissen noch nicht genau, wessen Grab das ist. Müssen wir mal im Internet gucken. Ich habe hier jetzt Namas gebetet, also mein Gebet gemacht. Ich habe einmal vier Rekka, ich hätte eigentlich erstmal zwei, glaube ich, machen müssen. Also ich habe jetzt vier Rekka, zwei Rekka und nochmal drei Rekka gebetet. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich kenne mich jetzt auch nicht so genau aus, aber ich glaube, man hätte erstmal zwei und dann, je nachdem, wie viel man machen möchte. Mal gucken, wie spät es ist. Das Mittagsgebet kann man vielleicht auch hier beten. Wasser jetzt gekauft von dem heiligen Wasser. Das soll das zweitheiligste Wasser der Welt sein, sozusagen nach dem Samsam aus Mekka. Ja, haben alle getrunken, inshallah. Natürlich haben wir die Flasche gekauft und nicht das Wasser. Sollen wo Gräber sein? Ich weiß nicht. Wo Kavir Yatan Mustafa für mit Kefir Kadiri. Das sind Dette aus Mann, eine. Ja, das sind wohl Gräber hier. So, da kann man auch spenden. Richtig schön, richtig schön. Naja, kann man auch mit dem Bus fahren. Hier ist der Autopark. Wir gehen jetzt unser Auto suchen, weil wir haben ja dieses heilige Wasser gekauft und das werden wir jetzt ins Auto packen. Einen Schluck habe ich getrunken und ja, einige sagen, dass sie nicht dran glauben. Ich weiß auch nicht, aber ja, wir versuchen es. Jetzt gehen wir zum Auto, um das wegzubringen. Dann gucken wir uns nochmal den Park an. Also vom Wasser ähnlich. Wir zünden jetzt gerade unser Auto nicht wieder. Scheiße. Ich stehe jetzt hier mal. Er guckt. Hier in so einem Café oben auf dem Balkon von dem Bazar, weil der Bazar, der hatte jetzt wirklich nicht so viel Sachen. Wir gehen jetzt nochmal beten, weil es hat zum Gebet gerufen und unser Mittagsgebet wollen wir natürlich nochmal hier machen.
Und da hinten ist ja dieser Gebetsraum, wo ich vorhin auch gebetet habe. Und mein Sohn geht zu den Männern beten. Da gibt es auch einen für die Männer und einen für die Frauen. Er macht da und ich bei den Frauen. So. Hier ist jetzt der richtige Basar, den haben wir gesucht. Das ist natürlich kein echtes Gold, aber schon beeindruckend, ne? So sehen die auch aus, die Goldgeschäfte und mit ihren echten Gold. Hier sind natürlich Kopftücher. Ich werde auch mal gucken, ob ich mein Gebetsding finde. Das gibt es aber bestimmt auch draußen, außerhalb dieses Basars jetzt hier, aber wir schauen mal, ob es das hier auch gibt. Das ist aber nicht selbst gemacht, das sind mit der Maschine. Das sind aber so ähnlich. Ich habe auch so das andere. Cremefarben ist ja auch mit der Maschine. Die sind auch schön. Das sind halt diese Namaspäs, diese, die ich auch ohne gekauft hatte mal. Warum verkaufen die das? Weiß ich nicht. Weil das wird, läuft ja sofort an, ne? Aber keine Ahnung. Machen die Frauen wohl trotzdem um. Würde ich ja nie machen. Zwei Jahre geben die wohl Garantie auf das Anlaufen vom Schmuck. Und das macht man wohl, um ja, einfach Aufsehen zu erregen oder um es zu zeigen, halt, dass man es hat, obwohl es nicht echt ist. Taschen sind auch schön, aber ich will nicht wissen, was die kosten. Hier ist natürlich auch ein Tourismusordner letztendlich. Aber die kosten nur 25 Liter. Die sind ja auch günstig, ne? Schminke. Überall Schmuck. Das wird aber echtes Silber sein. Silber ist gar nicht so teuer. Gemisch heißt das hier, für alle, die das wissen wollen. Gemisch ist eigentlich recht günstig in der Türkei immer. Hier ist wieder das Kupfer alles. Und Messing vielleicht. Ich kann das immer nicht unterscheiden. Kupfer, Messing, Handy, Andenken. Seifen. 35 sind verschiedene Heilseifen. Könnte man tatsächlich ausprobieren gegen Eczema und so, sagt er ja auch. Für 1 Euro kostet eine Seife 1,10. Je nachdem verschieden.
150 kostet das. Auch die Schuhe? Also, keine Ahnung. Ist echt günstig. Sehen aber auch dementsprechend aus, ne? Ich habe gefragt, aber haben sie nicht. Die haben zwar so Kleider, die man so drüber zieht, aber nicht direkt das, was ich eigentlich wollte. Mit Kopftuch drüber. Schade. Hier sind Stoffe. Wahnsinn. Buyur ablam. Hier sind die Namaz-Teppiche. Hier kann man auch wahrscheinlich. Nee, WC. Was machen die denn da alle? Das ist nur Leute, die müssen aufgefallen. Handtücher und so wahrscheinlich. Und darf ich meinen Sohn nicht verlieren hier? So mitnehmen die Teppiche, ne? Moin, das ist voll, ne? Wahnsinn. Die werden halt befüllt mit den ganzen Sachen, die man, also Hackfleisch und so, sind getrocknet. Ne? Braucht man dann nicht sich die Mühe machen und frische kaufen. Die bleiben dann halt immer. Kann man kaufen, wenn es, oder benutzen, wenn es halt an der, wenn man Hunger drauf hat. Richtig praktisch, sagen viele, die hier gehen, dass sie das gerne kaufen. Diese getrockneten, befüllbaren. Ja, Aubergine oder Paprika oder so. Gewürze. Schminke an jeder Stelle, ne? Und so Färbemittel, mal gucken, aber für meine Augenbrauen suche ich ja immer noch. Künner kann man eigentlich auch nehmen. Mal gucken, wenn ich Künner finde. Kopftücher 35, also 1,10 ungefähr. 50 die. Mhm. 45 diese Tücher, 40. Natürlich viel günstiger als damals, als ich es auf dem Bazar geholt habe, aber ja, meins war jetzt auch ja nicht so teuer. Auch ein Angebot, ne? Kampagne. Da bin ich zu weit weg. Mein Sohn ist hinten. Stoffe sind halt schön, ne? Für so traditionelle Sachen, die man sich näht. Gardinen. Kopftücher. Thank you.
Immer wo die Massen sind hin. 100 Tele. Pyjama. Takam, das ist günstig. Wahnsinn, ne, Leute? Wahnsinn. Tam-Türk-Pazar, das ist genau richtig. Pazar, aber es ist nicht so günstig, ne? Also ich finde das schon ein bisschen teurer, als es wahrscheinlich, weiß ich nicht so. Also es geht sicherlich im Inland ohne Touristen-Hotspot noch günstiger, würde ich mal so vermuten, dem, ja, da. Also ich weiß nicht genau, aber ich glaube schon, dass es ein bisschen teurer ist, ja. Als vielleicht sonst woanders noch. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung, vermute ich mal so. Und die Weste ist cool, ne? Die ist bestimmt... Nee, doch, ist nicht selbst gemacht. Wir suchen immer noch mein Dings, mein zum Beten. Man hat uns ja hier hingeschickt und das ist ein schöner Stock, ne, grün. Oh, schön. Ich liebe das. Richtig schöner Stoff. So indisch-Style oder so. Kehrbaum. Kabel. Hier ist alles Schuhe. Hier ist alles voller Schuhe. Schuhe. Wahnsinn. Diese Straße, diese Gasse ist nur mit Schuhen. Das sieht viel größer aus wahrscheinlich in der Kamera, als das wirklich ist. Es ist richtig, richtig schmal und eng hier. Wahnsinn. So, wir werden jetzt wahrscheinlich gehen, weil wir wollen ja noch zum Tepe, also zu dem anderen. Ja, das ist dann so ein Berg, da muss ich mich auch erstmal wieder durchlesen, was das war. Die erste Ausgrabungsstelle, also die erste, naja, ich guck noch mal. Ich will nichts Falsches sagen. Das Auto hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Das ist die Tabakmeile, hier gibt es überall Tabak. Guckt. Es riecht alles nach Tabak. Thank you.
Tschüss. Wahnsinn. Jetzt sind wir wieder da angekommen an der Moschee, hoffe ich. Wir haben uns mal kurzfristig verlaufen.